Nach Teil 1 von unserem Interview ist ja wirklich viel passiert. Es wurde weltweit übersetzt, mit Untertiteln zum Beispiel auf Spanisch, Finnisch, Französisch. Es wurde in Italien herausgebracht. Wie ist es dir ergangen danach? Ja, ich habe sowas bisher noch nicht erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Ich habe das eigentlich aus ganz anderen Gründen gemacht. Und ich denke, es ist gut, wenn ich jetzt mal etwas dazu sage. Also, ich habe ein sehr schwieriges Leben hinter mir, also bisher, und das bestand eigentlich so aus zwei Teilen, aus einem und dem anderen Leben und das wirkliche Sterben dazwischen. Und ich habe mich eigentlich in den letzten zwei Jahren dazu entschlossen, meine Traumas, die sich bei mir angehäuft haben, und da gibt es eine ganze Reihe, um mit denen was zu tun, weil ich bin festgelaufen. Ich bin nicht mehr weitergekommen. Also ich habe das Glück gehabt, einen Spezialist zu finden, der mir eben genau bei dieser Sache helfen konnte. Also gerade bei der Verarbeitung von Traumas. Und von dort aus habe ich Schritte gemacht, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich es auch mit einem Publikum teilen wollte, wie wir es ja getan haben. Mutig. Das ist zum Teil Verarbeitung, aber es hat natürlich auch absolut mit meinem neuen positiven Leben zu tun, was natürlich auch schon 22 Jahre so geht. Also ich bin Sozialunternehmer geworden und ich stand wieder besser im Leben. Und ich sah eben vor allem von den Niederlanden aus, weil da gibt es ja immer noch viele Menschen, die ein bisschen in Schubladen denken. Und eine Kultur gedeiht aufgrund von Unwissenheit, aber vor allem auch aus Angst. Und ich habe es schon ankommen sehen, dass die Manifestationen, mit denen ich mich in meinem Leben beschäftige, so groß werden, weltweit, getragen von Menschen selbst, dass mir klar war, dass wenn ich nicht rein und ehrlich zu mir selbst und auch nach außen hin bin, da kenne ich leider die Mentalität der Niederländer zu gut. Wenn etwas schön und groß wird, dann muss es kaputt gemacht werden. Das ist so ein bisschen die Tradition in Holland. Es wird hier wenig gerühmt. Also wenn unsere Fußballmannschaft jetzt die Weltmeisterschaft gewinnt, ja, dann sind wir alle froh. Aber wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, Dinge, die gut für uns sind, dann wird man meistens niedergemacht. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt von innen heraus über die Verarbeitung meiner Traumas immer reiner, immer stärker und stabiler werde, und dann kommt auch wieder der Moment, wo es gewisse Niederländer geben wird, die die ganze Sache eben wieder niedermachen wollen. Und dann ist es besser, wenn man eben völlig aufrichtig und ehrlich ist und seinen Standpunkt klar kommuniziert. Denn es geht ja letztendlich nicht um mich, sondern es geht um die Demonstration. Denn wenn das alles realisiert wurde, dann werde ich ja auch wieder was anderes machen. Also ich bin die ganze Sache eben so angegangen und es hat mich enorm erleichtert. Es hat mich total befreit. Es war wirklich eine Geburt. Es war auch sehr heftig. Es war wirklich eine Befallung. Ich fand es auch sehr heftig. Ich habe gesehen, was weltweit alles passiert ist. Ich habe mittlerweile gehört, dass 18 Millionen Menschen das Interview angeschaut haben. Also beim zweiten Teil weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber beim ersten Teil waren es über 18 Millionen, beim zweiten möglicherweise genauso viel oder mehr. Im zweiten Teil ging es natürlich weniger um mich und mehr über die heutigen Machtstrukturen und das Finanzsystem, dass die Menschen darüber einfach besser informiert werden. Aber dass das jetzt alles so passiert ist, das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich habe es auch nicht gehofft. Es war mehr für mich selbst und für das, woran ich gerade arbeite. Und ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun. Also ich habe um die 5000 Menschen um mich herum.
in 5 verschiedenen Ländern, die mit an dieser Initiative arbeiten. Und ich trage da eben eine Mitverantwortung, weil ich die Initiative mal gestartet habe, über die wir später vielleicht nochmal sprechen können. Aber ich dachte mir, es darf nicht sein, dass durch meine Vergangenheit, durch meine dunkle Periode, dass sie das alles später wieder niedermachen. Denn Vertrauen ist schwer zu erwerben und leicht zu verlieren. Es sind alles Ängste und Menschen wissen oft auch nicht ganz genau, worüber sie sprechen. Ja, aber sag, woher kommt das? Ist das in uns Menschen selbst drin oder ist es eine höhere Macht sozusagen, die Dinge kaputt macht, die eigentlich gut sind? Also ich habe im ersten Teil oder im zweiten Teil, ich weiß es nicht mehr genau, es wird jetzt auch so ein bisschen Werbung, euch auf die Protokolle von Zion gewiesen. Also die Protokolle der Weisen von Zion. Und ich bleibe dabei, dass wenn die Menschen es einmal lesen würden, dass sie viel besser verstehen würden, worin sie sich eigentlich befinden. Jetzt habe ich auch schon Reaktionen von Menschen bekommen, die es tatsächlich gelesen haben und sie waren wirklich überwältigt. Echt so von wow, wir sind wortwörtlich in einer Zeit, die in diesem Dokument beschrieben wurde, zumal dieses Dokument schon sehr alt ist. Es gibt also immer mehr Menschen, die mittlerweile verstehen, woher ihre eigenen Reaktionen herrühren. Wir sind in einer Matrix und ich meine, es wurde ja auch einmal ein Film darüber gemacht, ein Dreiteiler. Und ich denke mir, wow, es ist nur ein Film, aber es zeigt so gut, wo die meisten Menschen drinstecken, in einer Art Traum, der nicht die Wirklichkeit ist. Und stell dir vor, du bist in diesem Traum und dann komme ich mit meiner Geschichte. Es ist passiert. Und ich muss sagen, soweit ich das einschätzen kann, 95-96% der Menschen reagieren da absolut positiv drauf. Die überwältigende Mehrheit ist positiv. Wusstest du schon, dass für euch weltweit gebetet wird, dass sich Teams formiert haben, die euch dabei unterstützen wollen, dass ihr eure Arbeit weitermachen könnt? Ja, das ist gut. Es ist unglaublich, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite kam eben auch das Gift, das Arsenikum, also die biologische Mahlzeit war die Reaktion mit ein bisschen Arsenikum drin, um dann wieder alles kaputt zu machen. Es ist oft ein energetischer Mechanismus und die Menschen merken es nicht mal, dass dieser durch sie hindurch wirkt, auf ihre Ängste einwirkt. Denn wenn ich die Wahrheit sage, ja, dann könnte es sein, dass ihre Welt, die Wirklichkeit, der Komfort in seinen Grundfesten erschüttert wird. Und das ist beängstigend. Veränderungen sind beängstigend. Man hat schon Ängste und man kriegt noch welche dazu. Und dann ist es viel einfacher, und das haben sie mittlerweile bei mir auch schon probiert, um mich auseinanderzunehmen. Um mich als Lügner und Fantast hinzustellen. Ja, die ganze Reihe an Dingen, die man sich ausdenkt, um einfach die Wahrheit nicht akzeptieren zu müssen. Aber ich spreche die Wahrheit. Darum bin ich auch schon seit über 10 Jahren mit einer Frau verheiratet. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, was ich sage. Ich tue, was ich tue. Und es stimmt. Ich habe hier nicht viel zu verbergen. Es gibt einen Teil, den ich verbergen muss, aus meiner alten Vergangenheit, rein aus Selbstschutz, aber auch zum Schutz vieler anderer. Aber in den letzten 22 Jahren, in denen ich zurückgekommen bin und in denen ich wirklich zu dem geworden bin, was ich bin, kannst du mich alles fragen. Ja, aber genau das macht es ja auch schwer. Du kannst nicht alles erzählen, um dich selbst zu beschützen und andere zu beschützen. Das verstehe ich sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein Argument für andere Leute, zu sagen, du bist ein Fantast, das stimmt einfach gar nicht, was du erzählst und dass du andere Ziele eigentlich verfolgst. Wie gehst du damit um? Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich meine, sie wollen, also ich hatte jemand, der sagte, komm, gib doch mal deinen Lebenslauf. Geef even een cv.
Ja, und dann gucke ich mir das an und denke mir, ja, wie kannst du sowas fragen? Also zum Ersten, ich habe keinen Lebenslauf, ich war immer selbstständiger Unternehmer, aber wie kann ich einen Lebenslauf über den ersten Teil meines Lebens schreiben? Als selbstständiger Unternehmer in der Autobranche, im Textil, in der Damenmode, im Import-Export, das waren die Oberschichten. Und denkst du wirklich, dass ich damals einen Heiligenschein hatte? Hallo, ich war ein Schwerverbrecher. Ja, wie schlecht soll ich mich denn selbst machen? Muss ich erzählen, dass ich ein Mörder war, was ich nicht war? Also, was wollen Sie, dass ich darüber erzähle? Ich kann nichts erzählen. Es ist im Grunde ganz einfach. Mit allem, was ich sage, ziehe ich die Menschen, die noch am Leben sind, ziehe ich mit. Im Grunde ist es einfach so, dass alles vorbei ist. Und einfach nur, um zu beweisen, dass was ist, auch wirklich so ist. Die Menschen können sich auch mal die weltweiten Untersuchungen und Zeugnisse anschauen, die es schon gibt, weil ich bin nicht der Erste. Es ist noch viel schlimmer. Es ist beispiellos. Es gab mal einen Rebell, einen Zimmermann, der hat auf dieser Welt Wunder vollbracht und sagte, wer er ist, der Sohn des Größten. Und er hat Wunder vollbracht und keiner glaubte ihm. Nein, er war vom Teufel, er war ein Satanist. Wie viel wollen die Menschen noch haben, um einmal wirklich zu sehen, was wirklich hier los ist auf dieser Welt? Ich verstehe, wovon sie alle reden, natürlich. Ich verstehe das. Sie können nicht verstehen, wovon ich rede, weil es einfach nicht Teil ihres Lebens ist. Das geht nicht. Das ist das Gleiche wie der Punkt, an dem ich gebrochen bin, wonach du ja gefragt hast und was für mich sehr schwierig war. Ich wurde eingeladen. Denkst du jetzt wirklich? Sie haben einfach gesagt, ey Ronald, komm mal mit, wir gehen auf ein Fest, ein bisschen Kinder hacken. Ja, nee, so geht es natürlich nicht. Wie kommt man darauf? Ja. Das wird sorgfältig vorbereitet und da haben zwei meiner Kollegen, die im inneren Kreis waren, mich dazu eingeladen, auch in den inneren Kreis einzutreten. Und sie haben einfach über lange Zeit, über Jahre hinweg eine Vertrauensbeziehung mit mir aufgebaut und dachten, ich würde schon dazu bereit sein. Wie konnten sie jetzt wissen, dass da jetzt mein Trigger war? Darum ging es gar nicht. Es ist Unsinn anzunehmen, dass ich irgendwie an einem Samstagabend beim Feiern irgendwie zufällig in einer Schlachtpartie mit Kindern gelandet bin. Das sind Bilder, die den Menschen vorschweben. Zumal die Einladung an sich für mich schon der Schock war, den ich nicht verkraftet habe. Und dann reden wir gerade nur von diesem inneren Kreis einer Religion, die krank ist. Und das finden wir dann schockend. Aber dann habe ich noch einen. Das geht auch über Kinder. Und wenn jetzt doch schon alles auf den Tisch kommt, weil die Menschen bleiben, wo sie sind. Das ist es. Die guten Menschen, es sind nicht die schlechten Menschen. Das sind nur ein paar. Schlechte Menschen machen ihr Ding. Aber es sind die guten Menschen weltweit, die nichts tun. Und das schon sehr lange. Und das ärgert mich ein bisschen. Und zu Recht. Denn ich war noch in meiner Jugend, 15 bis 20 Jahre alt. Und da habe ich über Familie von Verpflegern Geschichten gehört, die wurden nach Indien gesandt, um dort Entwicklungsarbeit zu machen. Die Menschen, ich werde versuchen, mich zu beherrschen, die Menschen sind nach 4, 5 Jahren total durchgebrannt, komplett traumatisiert wieder zurückgekommen. Niemand durfte es wissen, aber worum ging es? Kinder, wieder. Jedes Mal Kinder. Organhandel. Ja, wir finden es normal, dass ein Kind gerettet wird, aber wo kommen die Organe her? Und die Kinder leben noch, wenn die Organe herausgeholt werden. Die Verpfleger, die haben das nicht mehr ausgehalten. Indien. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Welt, steh auf, untersuche es. Organhandel. Kinder. Niemand spricht darüber. Keiner tut was. Die Satanisten, scheiß auf die. Das ist nur noch eine kleine jämmerliche Gruppe. Organhandel, weltweit. Der Gott Mammon. Wie viel Scheiß wollt ihr noch von mir haben?
Ich habe von Prozessen in England gehört, wo viele Mädchen in England vergewaltigt wurden und die Vergewaltiger freigesprochen wurden. Wir beschützen unsere eigenen Kinder nicht mehr. Was ist das für eine kranke Welt? Sie sind unsere Zukunft. Und ich kann es bezeugen, wenn du Kinder von klein ab an beschädigst, wird deine Welt noch kranker. Und es ist ein Trauschein für den Dritten Weltkrieg und die totale Vernichtung der Menschheit, wenn wir so weitermachen, wie wir gerade weitermachen mit unserer Jugend und unseren Kindern. Und dann erzählen die, dass ich ein Lügner bin, ein Fantast. Guck um dich herum, wach auf, du brauchst mich nicht. Du brauchst mich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin jetzt vielleicht endlich so weit, dass ich nach so vielen Jahren Verarbeitung und Therapien endlich einmal aufstehen kann für die Kinder, weil die sind mir wichtig, sehr wichtig. Ja, und du bist es selbst gewesen. Du weißt, wie das ist. Ja, ja. Ich habe sie auch 2 Jahre völlig erschöpft. Da war ich mit meinem Vater fertig und dann bin ich übers Jugendamt in ein Auffangzentrum platziert worden, um mich sozusagen zu beschützen. Da habe ich 2 Jahre sogenannte liebevolle Versorgung gehabt. Ja. Damals wusste ich gar nicht, was Sex ist. Ich wusste es gar nicht. 2 Jahre lang. Und dann schreist du nach deinem Papa und deiner Mama, zumal du eigentlich aus der Hölle kommst, aber lieber das als das. Ja. Ich weiß, wie es in dieser kranken Welt läuft. Ich habe es selbst durchlebt. Und erzähl ruhig, dass ich ein Lügner bin. Guck dich doch selber an. Wer lügt hier denn jetzt? Du selbst. Du willst die Welt nicht so sehen, wie sie ist. Ich hatte versprochen, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten, um es schön monoton zu halten, wie es sich gehört, aber ich kann es nicht. Ich bin, wie ich bin. Ja, und nach meinen Erfahrungen ist das meine Mission. Es ist meine Mission, meine Lebensaufgabe, das Gute behüten und das Leben für die Kinder. Ja, und genau diesen Trigger hast du gebraucht. Ja. Ja. Ich habe weiter keine Botschaft an all die Menschen. Ich verstehe es, ich verstehe sie, aber ich frage, bitte, schaut in euch hinein, warum triggert es euch so, wenn ihr mich seht, wenn ihr mich hört, aber bei allem, was ich dir zu erzählen habe, was passiert in dir selbst, was wird berührt, wieso verwehrst du dich, wieso verneinst du es, wieso findest du es nötig, mich abzubrennen? Wir sprechen jetzt darüber, weil ein kleiner Teil wollte das so, die Masse nicht. Aber ein kleiner Teil wollte das so. Was ist los? Was ist in dir, dass du sowas tust? Schau da mal nach. Sei ehrlich zu dir selbst. Was ist dein Plan? Willst du jetzt wirklich, dass die Menschheit immer geteilt bleibt? Oder willst du, dass wir irgendwann einfach mal zusammenkommen, weil das geht? Ich bin schon damit beschäftigt und es wird immer größer. Es ist ein Virus, den sie nicht mehr stoppen können. Das ist ein Virus von bedingungsloser Liebe. Das verbreiten wir hier. Ja, indem du nicht beweisen musst, wer du bist, sondern einfach sein kannst, du selbst sein kannst. Ich bin, wer ich bin. Und ich habe euch jetzt zum Spaß meinen Pass gegeben, dass ihr ganz genau nachschauen könnt. Und ihr könnt damit auch noch zur Polizei gehen, um zu schauen, ob es eine Fälschung ist. Ja. Hallo. Ich bin hier einfach und ich stehe. Also du hast keinen Lebenslauf, auch von deiner Vergangenheit nicht, aber da hast du ja ganz klar gesagt, warum das so ist. Dennoch haben uns eine Reihe von Fragen, gerade nach dem ersten Interview, erreicht. Zum Beispiel wollen die Leute wissen, wann genau du an der Börse gearbeitet hast, weil da ist gar nichts drüber zu finden. Nein, über den ersten Teil meines Lebens gibt es eigentlich wenig, auch über den zweiten Teil meines Lebens wenig zu finden. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt wie alle anderen sich ständig im Internet aufhält. Und die meisten haben was mit Privatsphäre, aber dann sehe ich, dass sie doch alles im Internet preisgeben. Auf dem Niveau, wo ich gespielt habe, wo ich herkomme, würde man diese Kreise untersuchen, würde man eigentlich nichts finden. Wir existieren im Internet nicht. Ich habe letztendlich zum Spaß
weil ich war mit einem Schriftstück beschäftigt, was letztendlich auch ins Internet musste. Da habe ich zusammen mit meinem Partner in 2008 die Familie Blei, zu Deutsch Froh, gegründet. Und das Tolle war, wenn man zusammen miteinander eine Familie wird, also Betriebe, Unternehmer, Einzelpersonen, du vereinigst dich in einer Familie, dann kann man eine Kundgebung organisieren, so wie ich das auch schon immer in meiner sozialen Arbeit gemacht habe, also das von, für und füreinander. Und wenn man dann Mitglied wird, also in der Familie Blei, da bekam man die Chance, den adoptierten Namen hinter seinen eigenen Namen zu setzen. Und ich bin Mitglied geworden und mit mir auch viele andere und man findet sie auch im Internet. Man konnte also, bei mir war es Ronald Bernhard und das wurde dann Ronald B. Blei. Also da habe ich also unter einem Pseudonym einen Account angelegt für Social Media, für Facebook, für LinkedIn, um da einen Account zu haben, um die Kundgebung über die neuen Organisationen, um die es ging, publizieren zu können, weil ohne privates Account würde das halt nicht gehen. Ich kam also bis auf vielleicht ein kleiner verirrter Artikel von einem anderen Projekt im Internet einfach nicht vor. Meine Frau kommt im Internet auch nicht vor und viele meiner Bekannten auch nicht, weil wir haben nicht das Bedürfnis, alles über uns, unsere ganze Privatsphäre im Internet preiszugeben. Und das ist auch unser gutes Recht. Ja. Man findet also nicht so viel über uns im Internet. Auf der anderen Seite, und das ist dann wieder das Witzige, die Masse, die man im Internet findet, ja, also zum Beispiel einer meldet sich an, tick, 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 über Facebook oder was auch immer, bis auf die Kinder, also alles, wirklich alles, ihr Geburtsdatum, was sie an diesem Tag tun, wie das Kind heißt, wann es geboren wurde, also wirklich, man kann alles im Internet herausfinden. Das müssen Sie selber wissen. Eigentum der Regierung. Was meinst du? Wir sind Eigentum der Regierung. Ja, aber wir arbeiten da auch ganz schön dran mit. Also die Leute reden über Privatsphäre, aber gleichzeitig geben sie alles preis. Also wir sind nicht so und wir machen das auch nicht. Also man wird nicht viel im Internet über uns finden. Aber über den Lebenslauf, weil der Lebenslauf ist ja in den Niederlanden in gewissen Kreisen zumindest ein Thema geworden. Ich will nochmal wiederholen. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit einem Herrn und ich habe angegeben, ich habe keinen Lebenslauf. Ich war mein Leben lang selbstständiger Unternehmer. Ich musste mich nie bei mir selbst bewerben. Das Zweite, was ich angegeben habe, war, dass ich nie einen Lebenslauf über den ersten Teil meines Lebens schreiben werde. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil alles, was ich da reinschreibe, sind Anweisungen an die tieferen Lagen. Ja, also alles, was ich getan habe, offizielle Unternehmen, hat noch eine untere Lage. Also vieles, was das Tageslicht nicht vertragen konnte, spielte sich also in diesen unteren Schichten ab. Ich bin ja nicht einfach so in der Finanzwelt gelandet. Das habe ich vielleicht nicht ausreichend erklärt im ersten Teil. Aber man kommt nicht so einfach an so einen Sitz, ja. Also es ist nicht so einfach, als ob der jetzt einfach so im Angebot wäre. Das ist ziemlich naiv, sowas zu denken. Um also zu vermeiden, dass aus dieser Periode, weil wir sprechen ja über eine, weißt du, wir sprechen hier über eine Periode von 1982, ich muss hier echt ganz tief graben, 1982 bis Ende 1994, wir sprechen also über 12 Jahre, in denen ich meine Dinger gedreht habe, rumgewütet habe, in allerlei Formen als selbstständiger Unternehmer mit Unterlagen, die das Tageslicht nicht vertragen konnten. Da hängen ganz viele Interessen von vielen Menschen dran. Ich werde das nie öffentlich machen. Ich kann übrigens auch nicht, also zum Beispiel die Menschen, die mich misshandelt haben, denkst du jetzt wirklich, dass ich die einfach anrufen kann? Also das geht nicht einmal, aber wir müssen ja immer jetzt Zeugen haben. Aber denkst du jetzt wirklich, dass die jetzt einfach sagen, ja klar, ich habe denen die Behandlung gegeben, ich habe denen die Behandlung gegeben und denkst du jetzt wirklich, dass ich mit den Leuten, mit denen ich Deals gemacht habe, um Länder kaputt zu machen, jetzt sagen wir, ja klar, war ich dabei? Nee, so funktioniert das Leben nicht. Es gibt niemand in meinen Kreisen, die, wenn sie zumindest noch leben, ein Bedürfnis haben, hierüber Aussagen zu machen.
Ich kann noch was darüber erzählen. Als ich zusammengebrochen bin, zu neuem Leben gekommen bin, ja, die heulende Mutter, ich bin danach über ein Jahr in verschiedenen Privatkliniken gewesen, um zu regenerieren. Die hatten Schweigepflicht, Geheimhaltepflicht. Letztendlich, als sie nach und nach gesehen haben, was es an internen Verletzungen bei mir gab, ja, im Grunde alles mit mir, haben sie sich eigentlich angefangen zu fragen, was eigentlich alles passiert ist. Ja, es bleibt ein schwieriges Stück. Man muss es miterlebt haben. So ein bisschen wie wenn man jetzt in Syrien ist und die Hälfte seiner Familie verliert. Da hat man echt Probleme mit. Und das dauert sehr lange, das Verarbeiten von Traumas. Aber es ist ja nicht echt. Ja, echt. Solche Gauner. Also ich finde es echt Gauner. Aber gut, ich weiß, der Trost ist, alles schlägt zurück. Also Sie haben selbst einen Mangel. Alles schlägt zurück, weil ich habe keine Reue, finde das einfach Gaunerverhalten, ich verstehe das alles, aber Sie müssen einfach bei sich selbst gucken, weil da gibt es auch noch viel zu heilen. Aber wenn es jetzt um die Genesung geht, haben mich viele Ärzte gefragt, was mir passiert ist, und ich habe wie jetzt die Wahrheit erzählt. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben weitere Spezialisten geholt und Psychologen, Psychiater, alle müssten in meinen Kopf schauen. Ja, so von wegen, das kann nicht wahr sein. Du erzählst einen Film, der Fantast. Und da habe ich letztendlich, weil sie haben ja viele Diagnosen gestellt und das habe ich irgendwann mit Humor genommen, dann denke ich so, wow, das sind alles kluge Köpfe, alles Professoren und die machen allerlei Diagnosen, zumal ich einfach die Wahrheit sage. Aber keiner glaubt mir. Und dann habe ich Zustimmung gegeben an ein paar Menschen, die mir sehr nah waren, Vertrauenspersonen, habe ich Zustimmung gegeben, sie zu interviewen. Ein paar Wochen später. Ich sehe noch, wie die weißen Mappen und Jacken reingekommen sind. Sorry, Ronald. Wir können dir nicht helfen. Deine Traumas sind so schlimm, das können wir nicht. Endlich glaubte mir jemand. Die Welt, aus der ich komme, kennen die Menschen nicht. Die meisten nicht. Na, und die ist auch relativ klein. Ja. Im Vergleich zu Matrix, in welcher alle leben, ja. Es ist so ein bisschen wie der Film. Da haben auch nicht so viele außerhalb gelebt. Nee. Aber die lebten in der Realität. Der Zauberer von Oz und seine Freunde hinter dem Vorhang. Ja, tut mir leid, dass ich nicht alles offenlegen kann. Es geht hier nicht nur um mich, sondern auch um andere. Kinder berühren mich sehr, weil ich hatte auch Menschen, die sagten, ja, du hättest zur Polizei gehen müssen, dies und jenes. Ja, du müsstest mal wissen, was ich mit denen alles ausstehen musste. Die sind gar nicht da, um dir zu helfen. Und was hätte ich denn sagen müssen? Ja, ich wurde eingeladen. Ja, wofür denn? Wo sind die Beweise? Die glauben mir dann auf einmal schon, zumal auf der anderen Seite Menschen mir nicht glauben. Da kommen ja jetzt auch keine Reaktionen. Das ist ja überall gelandet, auch bei den Regierungen. Es ist sehr ernst, also über das, was ich spreche, das ist lange her, aber was ich jetzt, ja, täglich will ich nicht sagen, aber schon in einer, ja, Regelmäßigkeit alles in den Nachrichten über Kinder höre. Es geht nicht nur um Opferung von Kindern, Kindermissbrauch oder Organhandel. Es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. 17.000 Kinder sterben täglich an Hunger und Durst. Ich meine, sind wir jetzt aus Beton geworden? Was ist in dieser Welt hier falsch gelaufen? Es geht mir sehr ans Herz. Und da setze ich mich für ein. Und so wird es auch passieren. Weil ich merke, und das ist das Schöne an der Geschichte, dass immer mehr Menschen aufstehen, dass immer mehr Menschen verstehen, wir sind die Veränderung. Wir kreieren Zombies, die nicht einmal mehr aus dem Schirm kommen.
Es muss eine Wahl getroffen werden, weil die Matrix wird Realität. Mit dem heutigen vampiristischen System zerstören wir die ganze Erde und später haben wir nicht mal mehr eine Erde, auf der wir leben können. Die Niederlande sind das dunkelste Loch dieser Erde. Von hier ist der ganze Scheiß aus entstanden. Es ist also auch unsere Aufgabe, das von hier aus wieder umzukrempeln.